Bin ich auf der Reise zum Jumu'ah verpflichtet? Nein, auf der Reise ist man nicht zum Jumu'ah verpflichtet, sofern man islamrechtlich gesehen oder in der islamischen Normlehre als Reisender gilt. Um als Reisender zu gelten oder die mit der Reise verbundenen Erleichterungen in Anspruch nehmen zu können, muss unter anderem gewährleistet sein, dass eine bestimmte Entfernung in Kauf genommen wird oder hinterlegt wird. Beziehungsweise ab einer bestimmten Entfernung zum Heimatort gilt man erst als Reisender. Das sind in alten Einheiten 4 Burud. In Kilometern entspricht es, also nach der hanbalitischen Rechtslehre und ihren Maßeinheiten, entspricht es ca. 138 Kilometer. Das bedeutet, sobald ich eine Reise antrete, die diese Entfernung erreichen wird, und sobald ich meinen Heimatort verlassen habe, bin ich nicht mehr zum Jumu'ah verpflichtet. Um als Reisender zu gelten, gilt aber auch die Voraussetzung, dass man am Ort, zu dem man verreist, nicht länger als 4 Tage verweilt oder anders ausgedrückt, nicht länger als 20 Gebete. Überschreitet man diese Anzahl an Tagen oder Gebeten, gilt man in der islamischen Terminologie oder in der islamrechtlichen Terminologie nicht mehr als Reisender. Ein weiterer Fall, bei dem man vom Jumu'ah befreit ist, auch wenn man nicht Reisender ist, ist, wenn zwischen dem Wohnort der Person und dem Ort, an dem das Jumu'ah verrichtet wird, oder der Stadt, in der das Jumu'ah verrichtet wird, 9 Kilometer liegen. Das ist umgerechnet jetzt in Kilometer halt. Wenn 9 Kilometer liegen, das heißt, eine Person wohnt in der Stadt A, die Moschee befindet sich aber in der Stadt B und zwischen ihm und der Stadt liegen mehr als 9 Kilometer. In diesem Fall ist er befreit. Wohnt er jedoch in der Stadt selbst, dann spielt die Entfernung keine Rolle.